Viktoria Swarovski stammt aus der gleichnamigen Schmuckdynastie. Geschenkt wurde ihr jedoch nichts. Die Let's Dance-Moderatorin musste sich alles selbst erarbeiten. Viktoria Swarovski, schwerer Start ins Business. Seit 2018 moderiert Viktoria Swarovski, 29, an der Seite von Daniel Hartwig, 44, die RTL-Show Let's Dance. Ihren bisher größten Erfolg als Sängerin erzielte Viktoria 2010, als sie die Ehre hatte, den Titelsong für die Chroniken von Narnia. Die Reise auf der Morgenröte zu singen. Aktuell ist sie das Gesicht der neuen Lascana-Kampagne. Ohne Zweifel. Viktoria hat es geschafft. Doch dafür muss die 29-Jährige hart arbeiten, wie sie jetzt im Interview mit der Abendzeitung offenbart. Am allerwichtigsten ist es für mich, wenn eine Frau authentisch ist und für ihre Ziele kämpft. Bei mir ist das ja nicht anders. Ich habe bei Null angefangen. Zwar stehen die Swarovskis seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit. Geschenkt wurde der Kristallerbin jedoch nichts. Denn Viktoria hatte ihre eigenen Pläne, bei denen ihre Familie sie nicht unterstützen konnte. Bei meinem Start in die Musik hatten weder meine Familie noch ich einen Fuß im Business. Trotzdem wollte ich das unbedingt machen, bin dafür nach Los Angeles gegangen und war im Studio, erklärt sie in dem Interview. Umso stolzer dürfte Viktoria heute auf sich sein, dass sie sich ihre Karriere ganz allein aufgebaut hat. Auch wenn es auch in ihrem Leben den einen oder anderen Rückschlag gibt. Viktoria Swarovski blickt nach ihrem Eheaus nach vorn. Vor ein paar Wochen wurde das Liebesaus von Viktoria Swarovski und Ehemann Werner Mürz, 46, bekannt gegeben. Das Management der Österreicherin bestätigte in einer offiziellen Mitteilung: Ja, Viktoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten. Die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen. Eine große Überraschung, schließlich führten Viktoria und ihr Mann eine skandalfreie Ehe und schienen stets glücklich miteinander. Trotz der Trennung von ihrem Ehemann wirkte Viktoria in dem Interview glücklich. Sie betont: Ich lebe meinen Traum, für den ich einen langen Weg gegangen bin und hart dafür gekämpft habe. Verwendete Quelle: Abendzeitung. Bist du ein Fan von Viktoria Swarovski?